Einen wunderschönen guten Tag, ich bin euer Foxy, schön, dass ihr eingeschaltet habt heute. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin gerade in eigener Mission kurz unterwegs. Nein, ich habe ein persönliches Anliegen. Ich möchte einfach nochmal vielen lieben Dank sagen für den Dezember. Denkt daran, Dezember hatten wir ein Charity-Event am Start gehabt. Das ging darum, knackt den Krebs. Das ist eine Fördergemeinschaft, die sich gegen Krebs stark machen für die Kinder, die Krebsforschung betreiben, damit einfach die Kinder für die Zukunft nicht so leiden müssen wie vielleicht jetzt und dass es einfach besser wird. Vielen lieben Dank, dass ihr so mitgemacht habt im Dezember. Die ganzen Donation-Einnahmen von Twitch, die habe ich weitergegeben an Knackt den Krebs. Vielen lieben Dank nochmal. Das war mir wirklich ein sehr, sehr wichtiges Anliegen und ihr habt wirklich alle mitgemacht, deswegen Dankeschön nochmal an dieser Stelle. Einfach mal Danke sagen, finde ich, ist ein wichtiger Punkt, gerade für so eine schöne Sache. Im nächsten Jahr werden wir das auch wieder machen, so in diesem Jahr so gesehen, 21, werden wir das genauso machen im Dezember, dass wirklich alle Donations, die reinkommen, dass sie die weiterspenden werden an Knack den Krebs. Übrigens haben wir auch Post bekommen von Knack den Krebs. Die Karte wurde uns jetzt noch zugeschickt, die möchte ich euch auch gerne zeigen. Die sieht so aus, haben so gesehen alle nochmal unterschrieben, die damit zu tun haben bei der Fördergemeinschaft. Da haben die sich wirklich sehr, sehr gefreut, sehr bedankt. Es gibt auch übrigens bei Facebook, bei Knack den Krebs, das werde ich auch nachher unten verlinken, gab es auch nochmal einen Eintrag von uns, dass wir das eben gespendet haben, dass sie sich bedankt haben. Wir haben dazu noch einen schönen Text geschrieben, aber das werde ich nachher unten verlinken. Dann könnt ihr raufklicken, dann könnt ihr gerne auch einen Daumen oben da lassen auf der Facebook-Seite. Zu den Artikeln würde ich mich auch sehr freuen. Dann haben wir auch nochmal eine Quittung bekommen, dass ihr auch seht, wo das Geld wirklich hingekommen ist. Hier hat auch der Vorstand auch unterschrieben. Ihr könnt auch nochmal sehen, 6.130,09 € sind eingelaufen, die wir dann eben weiter gespendet haben. Das war wohl nichts mit meiner Rolex dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, mal schauen. Ach, ich finde das so cool. Ich bin so, so, so glücklich, muss ich mal ehrlich sagen. Da ist mir wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, ich habe damit nie gerechnet. Ich habe vielleicht gerechnet, wenn es cool kommt, kriegen wir vielleicht 1.000 Euro zusammen. Das wäre wahnsinnig ein cooler Erfolg gewesen, 1.000 Euro. Aber nein, wir haben wirklich 6.130,09 € zusammenbekommen. Das war der Endstand, den ich überwiesen hatte. Vielen lieben Dank, dass ihr das möglich gemacht habt. Dankeschön dafür. Und wie gesagt, guck mal gerne bei Facebook bei dem vorbei. Lasst mal ein Follow da oder guck mal allgemein bei Knack den Krebs vorbei. Vielleicht ist das auch sehr interessant für dich, dass du da vielleicht auch, sag ich mal, ein festes Spendenkonto eintragen möchtest. Wir überweisen da auch jeden Monat immer einen gewissen Betrag rüber, weil das einfach ein wichtiges Thema ist. Man kann nicht immer überall vorbeischauen und gerade unsere Kinder sind so wichtig und Krebs ist so ein Mist. Deswegen finde ich, ist das eine geile Sache, dass das auch so cool angekommen ist. Ich bin wirklich, wirklich sehr berührt. In der Live-Sendung, die ein oder andere haben das mitbekommen, wenn das so eskaliert ist tatsächlich mit den Spenden, ist auch die eine, muss ich mich wirklich zusammenreißen. Da war ich wirklich, sag ich mal, sehr, sehr emotional dabei. Deswegen vielen lieben Dank nochmal. Das war wirklich so cool. Und ich hoffe, dass es im Dezember auch wieder so cool läuft, dass wir da wirklich wieder so eine schöne Spendensumme zusammenbekommen. Das werden wir aber sehen. Es ist auch egal, wie viel es am Ende ist. Es ist eigentlich alles ist geil. Der Sinn ist geil. Der Zweck ist geil. Und das ist einfach machen ist cool. Und ich denke mal, das ist die Hauptsache. In diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Start in die kommende Woche. Ich werde, wie gesagt, die Woche wieder online sein. Montags, Dienstag muss ich mal schauen, Mittwoch werde ich auf jeden Fall auch da sein und dann Freitag, Samstag, Sonntag ziehe ich eh durch, das heißt, ich werde mindestens 5-mal da sein in der Woche. Ich muss mal schauen, vielleicht bin ich auch 6-mal in der Woche und dann muss ich mal gucken, was noch privat anliegt und was noch so abgeht. In diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit, bleibt gesund, das ist auch nicht mal selbstverständlich in der Zeit, bleibt bitte, bitte gesund und wir sehen uns dann wieder hier auf YouTube oder auf Twitch. Bis dann, euer Foxy, ciao ihr Lieben und vielen, vielen Dank nochmal für die geile Aktion. Tschüss, bye, bye. If the one thing nick and thing naughty, don't buy a gattos, okay, a gattos, ekon talana, where do I see? Zapu, oh, if you ik ni maya, if the one thing nick and thing naughty, don't buy a gattos, okay, a gattos, ekon talana, where do I see? Zapu, oh, if you ik ni maya, if the one thing nick and thing naughty, don't buy a gattos.